Und damit herzlich willkommen zurück zu der Elder Scrolls Online hier bei Explorer EP. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir sind in Kalthafen und immer noch mit Vanos Galerion unterwegs und... Das wird nicht leicht werden. Wollt ihr mich noch etwas fragen, bevor wir aufbrechen? Ja, wir müssen ihn wohl was fragen. Ja, erzählt uns von der großen Fessel. Was könnte ich euch erzählen, das nicht ohnehin schon auf der Hand liegt? Die große Fessel ist die Vervollkommnung von Molag Baals dunklen Ankern. Eine gewaltige Waffe, ganz allein die Ebenenverschmelzung herbeiführen kann. Sie wäre ein faszinierendes Gerät, wenn sie nicht so furchterregend wäre. Gibt es einen Plan, den ihr mit mir teilen wollt? Sie wollten meine Energie missbrauchen, um die Fessel zu betreiben. Das verrät mir, dass die Fessel irgendeine Form von Energie benutzt. Und den Fluss dieser Energie zu stören, könnte der Schlüssel zur Vernichtung der großen Fessel sein. Ich werde mehr wissen, sobald wir drin sind. Dann lasst uns loslegen. Die große Fessel. Ja, letzte Folge sind wir Level 50 geworden. Das heißt, leveln werden wir jetzt eigentlich nur noch unsere Champion-Ränge. Die Fessel entsendet metaphysische Ketten aus Energie durch das planare Chaos, die sich an unserer Welt festsaugen. Was wiederum im Umkehrschluss bedeutet, wir lernen jetzt keine neuen Fähigkeiten, sondern können uns jetzt passiv noch verbessern. Während die dunklen Anker nur Teile von Nirn nach Kalthafen ziehen konnten, ist die große Fessel mächtig genug, unsere gesamte Welt zu stehlen. Mhm. Ja, laufen wir aber schneller. Bitte. Zauber auf der Tür? Wie einfallslos. Gebt mir einen Augenblick und ich werde uns den Weg freimachen. Ja, Mama. Lass die Funken sprühen. Ich bin wohl schwächer, als ich dachte. Das hat mir eine Menge abverlangt. Wenn wir erstmal drin sind, übernehmt ihr die Führung. Ich kenne mich da gar nicht hier aus. Die große Fessel. Aber ich bin zumindest schneller als du. Meine Kraft für die Fessel aufsparen. Mhm. Also überlasse ich das Metzeln und Abschlachten euch. Das ist wie immer sehr liebreizend. Dann machen wir das. Okay, wir werden schon erwartet. Oder auch nicht. So außer Atem, dass du nicht mal kämpfen kannst, Kollege. Was soll ich denn mit dir hier? Paula Ausrede. Wir müssen die Energiequelle finden, die die Fessel versorgt. Ich hege die Hoffnung, dass ich hier bald. Wo soll das sein? Das muss ja echt durchboxen. Was, ihr benötigt ein... Was? Wofür brauche ich einen Seelenstein? Da sind sie. Sind wir jetzt? Kraftkammer. Ich glaube, da müssen wir hin. Mhm. Leereneisenessenz. Seid ihr Bücherregal jetzt oder nicht? Oder eher nicht? Oder doch? Oder nicht? Nö. Gut. Drück mal ein Knöpfchen. Ist immer gut, wenn man sowas macht. Such die Leitung über euch. Was?
Sollen wir es da hoch oder was? Hä? Okay. Was war das denn jetzt? Wie kommen wir denn jetzt? Okay, wir sollen da durch. Okay. Wieso kassieren wir denn jetzt so viel Schaden? What happened here? Happened hier. Okay. So, jetzt bist du dran. Jetzt lauf nicht weg. Ja, wir kommen. So. Hallo! Befreit ihr mich bitte aus diesem Käfig? Rettet weiße Theora, ja. Was bist du? Ein Beobachter. Komm, kipp um. Vielen Dank. Da habe ich den jetzt gelootet. So. Hilfst du mir? Ich weiß eure Hilfe zu schätzen und ich werde euch das nie vergessen. Aber? Eines Tages werde ich mich revanchieren. Verlasst euch darauf. Okay. Aber wohl nicht heute. Gut, gut, dann müssen wir uns alleine weiter durchschlagen. Ist auch ein Elite-Vieh, was ist denn los hier? Was war da? Ihr da, dort drüben! Wärt ihr wohl so freundlich, diesen Käfig zu öffnen? Rechts müssen wir... Ja komm, den müssen wir hier sowieso erledigen, oder? Was ist hier los? Dann gehen wir so hin. Da haut er einmal... Tritt er uns einmal auf die Füße und wir fallen instant um. Nein!
Komm, mach schon dein Gedönse hier. So, wir sollen mal befreien. Hier sollen wir befreien. Und jetzt? Ich danke euch, mein Freund. Erzähl ruhig weiter, ich höre dir zu. So. Das war's schon? Nur ich danke euch? Okay. Wo soll man denn jetzt hin? Rechts rum, oder? Wo ist denn er jetzt? Da kommt er angeschissen. Besteller, ich bestelle. Heiß. Boah, hier bist du ja nur noch betäubt. So schnell kannst du überhaupt nicht reagieren. Ja, ist gut, komm. So, jetzt haben wir mal betäubt. Ausnahmsweise mal. Oh, ernsthaft. Ein Hüterli. Der hat es natürlich einfach mit seinem Pet. Jo, Kraftkammer Überweg. Da müssen wir hin. Oh ne, nicht schon wieder. Und unser Hüterli auch? Oder müssen wir das jetzt hier wieder alleine machen? Hüterli? Hüterli? Okay. Ah, das ist Vitali. Okay. Lass mich. Wir müssen höher, ne? Dann müssen wir da unten auch was machen. Ich hoffe nicht. Gut, da sind wir. Nummer 1. Aus. Zwei. Mach aus. Aus. So, fehlt nur noch Nummer 3. Da können wir aber außen rumgehen. Das muss jetzt hier nicht durchboxen bei denen. Verteilen! Und dann Bücherregal. Sehr schön. Auch fertig. Betretet den Ankerplatz. Aha. Okay. Bitte nicht sterben. Jetzt runterspringen? Ernsthaft? Plups! Plups! Kommen wir da durch? Oh je. Ja, dann nicht. Nee, die stoppt jetzt wieder instant, dann löscht das Spiel. Guten Tag. Catwill, du kannst wenigstens mitkommen und helfen. Mann. Der Ankerplatz.
Lasst uns aufbrechen. Die große Fessel zerstört sich nicht von selbst. Wisst ihr? Mhm. Und jetzt? Ihr seid erfrischt, euer Charakter ist erfrischt und sammelt Erfahrungspunkte für den Champion-Rang, ja? Gebt mir Deckung, während ich diesen extrem mächtigen und absolut beeindruckenden Zauber wirke. Ja, dann zeig mal. Wie viele Champion-Punkte haben wir denn überhaupt? Ich muss mal eben kurz reinlunchen. Mich konzentrieren und die wie viele Punkte haben wir zum Verteilen? Verfügbar, 0. Super. Achso, wir sind schon. Entschuldigung. Ja, ist gut. Schweigen. Ein bisschen Auto-Hit machen von Frau Magiker. So. Oh, das ging aber fix. Da kommt aber schon der nächste. Kettel, komm! Alter Freund. Tschüss. Kümmert euch um diese Kreaturen. Muss ich bei dieser Mission alles selber machen? Machen wir doch schon die ganze Zeit. Okay. Komm, den nehmen wir noch mit und dann. Champion-Punkte erhalten. Punkt für den Krieger halt. Aha. Wird er nochmal fertig da vorne? Oh. Irgendwas sagt mir, dass gleich der dicke Boss erscheint. Oder irgend sowas in der Art. Helft mir! Mach mal die Magier platt hier, komm! Ich brauche Magika! Hätte man so ein Fütterchen nehmen können vorher. Das wäre echt ätzend. Habe ich das geschafft? Portale sind zu. Kommt der da vorne nochmal aus dem... Nein. Es muss beeindruckend sein, einen Meister wie... Boah, laber nicht, mach deine Arbeit. Sterben werden wir. So wie jetzt. Jetzt müssen wir die Kacke nochmal machen. Es nervt.
Nerv! Nerv! Das wird jetzt länger dauern, wenn man als Auto wird. Müssen wir nämlich mal schön die Heilung draufknallen und. So wie jetzt. Ups. Jetzt. Warum machen die überhaupt hier irgendwas? Ich glaube, wir müssen unsere Freunde erstmal hier retten, kann das sein? Ja, jetzt können die sich auch ein bisschen um die großen Viecher kümmern, oder? Könnt ihr das? War das das Rätsels Lösung? Sieht fast so aus. Folge sind wir, glaube ich, noch nicht so oft gestorben wie in den letzten 268 anderen Folgen. Weg. Oh, es gibt Heilung. Ich habe gar kein Mana. Ist er jetzt fertig? Alter. Brauchst du Hilfe? Ich brauche mehr Zeit. Lass diese Kreaturen nicht an euch vorbei. Aua. Machen wir erstmal den hier, oder? Nein! Ah, verdammt, ich wollte gerade die Waffe wechseln. Mann! Mal erstmal den hier. Wir machen aber erstmal den hier. Lass mich doch in Ruhe. Bestimmt, weil ich Frauenkleider trage. Ich hasse es. Nur weil der Hammel da vorne nicht aus dem Quark kommt, ey. Und der hittet mich aus 6000 Kilometer Entfernung. Ja, super, jetzt haben wir noch nicht mal Stamina. Super. Oh, meine Herren.
Können wir jetzt mal irgendwie ansatzweise Schaden machen hier? Ja, machen wir einen Cut hier. Ich brauche eine Pause. Ich danke dir fürs Zuschauen, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage Tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao, ciao.